Hallo alle zusammen, Raketenzeit auf der Skatinsel. Wir wollen mal wieder die Erdatmosphäre verlassen und uns zum Jackpot-Planeten katapultieren, wo die Tafel reich gedeckt ist. Anfang nächsten Jahres geht es da wieder um einen großen Schnapp. Ich bin dabei, das weiß ich schon sicher, und kann jetzt diesem Intermezzo zu meiner und zu eurer Belustigung, Erheiterung beiwohnen. Das versprechen ja hier immer recht spannende und angriffslustige 12 Spiele zu sein. Und gleich die erste Partie wird sicher interessant. Ich habe einen Rollmops mit Karo Ass 10, aber ansonsten nur Luschen, kann natürlich damit nichts gewinnen. Und das Gegenspiel hängt jetzt sicher ein bisschen davon ab. Kreuz wird gespielt, ob meine Karo vollen laufen. Also wenn nicht, da ich auch in Herz und Pik doppelt bedienen müsste, kann das auch ein ganz einfaches Spiel für den Alleinspieler werden. Aber Karo Lusch wird schon mal bedient, 15, und auch die Karo 10 läuft auf 25. Ist natürlich ein guter Start, Karo Dame beim Alleinspieler offenbar, aber das wird jetzt natürlich schwer. Und Trumpf 10 geht auch noch heim auf 35. Da bleibe ich jetzt auf jeden Fall unter. Ich darf jetzt keinen Trumpfstich verschenken, denke ich. Zwei Trumpfstiche mit Wimmlung würden uns schon reichen. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass mein Partner nicht die Vollen zu wagemutig in den Ring wirft, sondern die für meine Trumpfstiche aufbewahrt. Einfach Herz zurück, wunderbar, und gleich Stechfarbe. Ja, mein Partner hat das Spiel auch voll im Griff. Und jetzt lege ich mich fest, das Spiel ist verloren. Wir haben 49, es ist ein Sechstrümpfer. Pik Ass oder 10 muss mein Partner ja noch haben, wahrscheinlich sogar Pik Ass. Nee, Pik Ass ist beim Alleinspieler, warum überrascht mich das jetzt ein bisschen? Weil der Alleinspieler dann offenbar Herz und Pik Ass blank hatte, das heißt, er hat Karo Dame im Keller und er wird sich ein Ass blank gedrückt haben. Und das war hier vielleicht schon die unglückliche Entscheidung, denn sonst wäre er an die Karo 10 rangekommen. Jetzt müssen wir das Spiel natürlich, um es zu schlagen, muss mein Partner jetzt noch bei 49 liegen, erstmal die Pik 10 fallen lassen. Ansonsten haben wir noch nicht mal gewonnen, aber ja, hat er hinbekommen, so wie er es vorher vorgetragen hat, ganz solide. Ja, also Karo 10 bei einer anderen Drückung wäre zu schnappen gewesen, oder natürlich auch das unglücklich, Trumpf 10 steht blank, wenn hier der Kreuzbube einmal hingegriffen hätte, dann hätte es den Vollen gegeben, dann hätte es auch für 61 gelangt, also ja, das war eine von diesen engen Kisten, wo sich der Spieler nun mehrfach, in mehrfacher Hinsicht unglücklich entschieden hat. Klang hinterher. Ja, Herz-König-Öffnung, das sieht aus wie der Versuch hier Schneider zu spielen, also das ist ganz klar, der wird vielleicht aus König Dame oder so kommen, und dann heißt es für mich jetzt mal eine Angriffskarte, kann ja sein, dass er auch nur zwei alte Buben hat, wobei ich es fast nicht glaube, und mein Partner stechen kann. Naja, gut, ich muss ja irgendwas weiterspielen, na, da sind die 28 erst gefallen, wenn das jetzt nicht Schneider wird, dann wird es mich schon wundern, ja. Also, dass der Alleinspieler mir den Buben nicht abzieht, sondern mit Herz König startet, deutet eben darauf hin, dass er die Schneider Chance sucht, und das kann ja nur mit zwei Stichen der Fall sein. Drittes Spiel, jetzt komme ich. Dünn der Ansatz in Mittelhand, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber irgendwann müssen wir starten, und es sind ja nur 12 Spiele, also das Ding, ja, den Kreuz reizt sich nun einfach. Theoretisch kann es ja sogar, nö, 0, der 0 wird ganz schwer. Also, hoffe natürlich schon, dass ich jetzt eher Kreuz finde als Karo, am liebsten 2. Okay, Kreuz 7 ist drin. Also es wäre tatsächlich jetzt sogar ein 0 mit Karo 7 Bube und dem Kreuz Ass zu viert natürlich auch noch einschränken. Aber das Farbspiel ist jetzt nach dem sechsten Trumpf im Stock einfach zu stark. Da wollen wir mal hoffen, dass die Pik- oder Herzreizung nicht allzu ernst gemeint war. Und ja. Schauen mal, bei einer normalen Gegenverteilung ist das Spiel zu gewinnen. So, Pik, König, Lusche, Dame. Ich habe keinen Pik gedrückt, also wenn Pik Ass jetzt zu 5 vorne saß, nur dann kann Hinterhand überstechen. Das will ich natürlich nicht hoffen. Da muss ein kleiner Trumpf lang. Das ist natürlich übel. Übergestochen auf 28, und dann ist natürlich auch klar, Spieler 1, der kann jetzt auch nicht die beiden schwarzen Buben haben. Mit den beiden alten und fünfmal Pik von oben hätte er sicher mehr als 30 gereizt, da hätte er sicher den Grang versucht. Die Frage ist jetzt, soll ich deswegen eine Lusche spielen?
Karo musste ich auch schnippeln. Nein, nein, ich denke schon, dass ich den Buben jetzt auspacken muss. Ja, da fällt der dunkle Bube. Natürlich komme ich wieder in Mittelhand. Und es kommt Pik 10. So, zwei Trümpfe fehlen noch. Dame und der letzte Bube. Letzte Bube, denke ich, steht hinter mir. Wer hat die Trumpfdame? Und wie steht Karo 10? Also ich bin hier in schweres Fahrwasser gekommen. Ich denke noch, die beste Chance ist jetzt Karo Bube und die Hoffnung, dass der Spieler hinten übersticht. Nee, tut er nicht. Tut er nicht. Dann hat er entweder beide Trümpfe oder ich habe mich vertan, was die Buben angeht. Kann ich mir eher weniger vorstellen. Ja, Chap. Und da ist es passiert. Mit der Karo 10 machen Sie den Sack zu, auch wenn ich jetzt keinen Stich mehr mache. Karo Ass abziehen hätte mir auch nichts genützt. Habt ihr vielleicht gesehen, Spieler 1 hat auch noch die Karo 10. Also der steht auf 5 mal Pik Karo 10 zu dritt. Hinten die 4 Trümpfe. Ja, also da war ich jetzt wehrlos. 59 ist ja kein schlechtes Ergebnis bei dieser Sitzung, aber es langt beim Skat nicht. Hab also den ersten jetzt auf die Mütze bekommen. Ja, gut, soll mir Zeichen und Warnung sein. Dann werde ich wohl jetzt mich in den Knick setzen, denn ein sehr gutes Turnierergebnis werde ich wohl kaum mehr erzielen können. Da spare ich mir dann im Zweifel lieber das Verlustspielgeld. Spieler 3 ist aber noch am Drücker und spielt Karo. Ja, Pik, Lusche, Aufschlag unter dem Ass zu viert ist natürlich immer mal ein bisschen, ja, link, will ich mal sagen. Nicht so ganz ehrlich, könnte man meinen, aber das gehört beim Skat natürlich auch dazu, es dem Spieler schwer zu machen. Trotz der 20er Reizung habe ich eben nicht Herz aufgeschlagen. Das macht aber nichts, wie wir hier sehen. Herz wird gestochen und jetzt ist doch gleich mal die Frage, ist die Pik 10 gedrückt oder nicht? Und sie ist in der Hand. Das sieht dann wohl gut für uns aus und schlecht für den Spieler. Ja, hätte er dann natürlich, wäre er gut beraten gewesen, hier doch mit der 10 im ersten Stich zu klettern. Aber das auf eine Lusche ist es natürlich auch schwer. Wenn dann das Ass hinten steht, bei dem der auch noch die 20 gereizt hat, dann ist er ja auch verraten und verkauft. Also das ist so eine, ja, bestenfalls 50-50 Entscheidung. Vielleicht ist es sogar besser, auf die Lusche klein zu legen. Nur hatte ich halt diesmal das Ass und da ist ihm das zweite Spiel auf die Füße gefallen. Ja, wenn ich diese Karten so sehe, dann sage ich mal, bereue ich auch nicht, dass ich das dritte Spiel gereizt habe, denn ja, ansonsten kommt hier ja nicht allzu viel bisher an. Und dann ist es beim Skat doch so, wie auch manchmal in der Politik, lieber schlechte Nachrichten als gar keine Nachrichten, also so eine Liste, wo sich dann 12 Spiele lang überhaupt nichts bewegt, die möchte ich mir dann eher auch nicht antun. Dann lieber mal den guten Kampf gekämpft und bei 59 backen geblieben. So, was ist denn jetzt hier los? Die Kollegen sind gut dabei und lassen sich jetzt auch ein bisschen Zeit. Aha, bei 40 hat es jetzt doch Spieler 1 bekommen. Der hat bisher auch noch kein Spiel, wenn ich es richtig sehe, und wird dann langsam für ihn Zeit, dass er mal ins Geschehen eingreift. Dann kommt aus. Gut, 14 Augen, für mich jetzt ein bisschen undankbar, das Nachspiel. Okay, Ass von meinem Partner gestochen, aber Herz wird abgeschmissen. Das erscheint auch Schneider verdächtig. Jawohl, da ist es. Fünfer Länge Pik, drei Buben, zwei Herz. Also Spieler 1, der nimmt keine kleine Hausnummer, der ist jetzt plötzlich sehr gut im Rennen, hat schon dreimal 40 Punkte im Gegenspiel kassiert und startet dann gleich mit einem 96er Brett in die Liste. Also wenn hier noch einer was bewegt, dann Spieler 1, aber Spieler 3, trotz zwei Beetspielen, der hört nicht auf. Das ist entweder der wahre Geist oder die Prise Verrücktheit, vielleicht auch zu übermütig, das werden wir jetzt mal überprüfen. Kreuz bei 27er Reizung, ich denke, ich habe die Flosse ganz schön dagegen, dafür, dass mein Partner auch noch den Kreuzbuben wohl haben muss und selber ein Farbspiel machen wollte, vermutlich den Karo, wird, denke ich, kein leichter Gang. Aha, und Trumpf Ass ist auch noch bei meinem Partner.
Gut, zusätzlich zu dem Kreuz-Buben, dann ist es nur ein 5-Trümpfer. Herz-Ass habe ich noch in der Beikarte, Karo-Ass ja bei meinem Partner. Da verschenke ich jetzt, denke ich, nichts, wenn ich Karo-Bube rausnehme und den Alleinspieler nochmal auf Trumpf setze. Der hat eigentlich keine guten Optionen, außer hier ins Leere zu stechen. Sonst ist Karo-Ass heim. Ich muss natürlich ein bisschen vertrauen, dass mein Partner, wenn er mit dem Alten später rankommt, nicht das Karo nochmal auf den Tisch haut. Aber der hat im ersten Spiel auch schon gut mitgespielt. Das hat er, glaube ich, gut im Griff. So, Alleinspieler geht über die Dörfer, was bleibt ihm auch anderes übrig, aber da gibt es einmal den Schnappi und jetzt schön die Trumpfübergabe zu meinem Partner, der kann dann entweder danach Herz rausspielen, dann habe ich mit Pik Buben den Abzug, oder er kann vielleicht sogar noch den Pik Königstich ziehen, dann kann ich da Herz Dame wimmeln oder auch Karo 10, also ich denke, das Spiel ist jetzt nicht mehr groß interessant, und da fliegt auch die Karte, das hat der Alleinspieler auch eingesehen, dass das nichts war. Ja, sattes Pfund, 1 zu 3, jetzt minus 114. Gut, Beispiel 6, das soll ihm erstmal einer nachmachen. Ich hoffe mal, dass er nicht so weitermacht, denn aus gutem Grund, genau aus diesen Gründen, wurde in diesem Jahr das Verlustspielgeld auch erhöht. Für das vierte Spiel aufwärts ist das schon ganz schön teuer. Das sollte sich der Spieler 3 jetzt überlegen. Da geht es endlich weiter, diese kleine Pause, ich habe da gerade ein Stück rausgeschnitten, der eine Spieler war wohl einen kleinen Moment vom Tisch, die hat die Karte nicht gedreht. Es gibt ja diesen Aberglauben, wenn die Karte nicht läuft, dann vor der Raucherpause lief es schlecht oder nach der Raucherpause, irgendwas ist eigentlich immer. Ich bin nicht so abergläubisch, ich sehe nur die Tatsachen, dass ich hier drei Damen und einen König in der Flosse habe, aber kein Ass und keine Zehn und nur den Karo Buben, das ist einfach zu wenig. Spieler 1, der hat noch keinen verloren und er spielt Kreuz. Tja, ich spiele jetzt mal auf die 27 von meinem Partner Karo aus. Das ist aber auch immer schwer zu sagen hier mit den maskierten Mitspielern. Er könnte natürlich, er passt auf 30, er kann auch den Herz gereizt haben. Und das sieht so aus, er hat dann nicht den Karo gereizt wohl, sondern den Herz. Aber das macht hier wohl den Kohl nicht fett, Herz wäre nicht gelaufen, Karo 10 König jetzt nur hoch, das Ass stand so ohnehin blank. Also das war ein Monsterspiel für Spieler 1, der hier ganz ungefährdet Schneider gewinnt. Passe, passe, Spieler 3 hat aber noch Lust. Andere in der Situation spielen schon taktisch, passen ein, geben gar nicht mehr die Chance, den anderen hier 40 Punkte zu kriegen, wenn sie selbst nichts gewinnen können, aber nicht Spieler 3, der sagt, ich bin hier zum Skat spielen, das kommt nicht in die Tüte, dass hier ein Spiel unnötigerweise eingepasst wird. Ja, Kreuz scheint die wunde Stelle gewesen zu sein. Anders nicht zu erklären, dass sofort über die Dörfer gegangen wird. Und das heißt, ich bin natürlich noch interessiert an dem Spiel. Jetzt kann ich zweimal Kreuz ziehen. Oh, Herz 8 ist allerdings dann natürlich das ganz klare Zeichen, dass Herz 10 und König gedrückt sind. Damit, wenn mich nicht alles täuscht, sollte diesmal Spieler 3 auf der Gewinnerstraße sein. Auch wenn wir jetzt hier wohl noch zwei Stiche machen werden. Oh, Moment, Moment, Moment. Nein, 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 ich glaube, ja, das Spiel ist wiederum. Herz, Ass hat gelangt mit dem Trumpf, Ass und Kreuz 10 und König, 59, 1 zu 4. Das begünstigt jetzt natürlich nur Spieler 1, der hatte nichts, kriegt jetzt aber trotzdem noch 40 Punkte auf sein Konto geschrieben. Ja, mich begünstigt es natürlich auch in der kleinen Seitenwette, dass ich Spieler 1 nicht mehr kriege. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Solange Spieler 3 sich immer noch in meinem Windschatten hält und nicht daran vorbei, da raustritt und vorbeizieht, ist ja alles in Ordnung. Und hier kommt das nächste heiße Eisen. Trumpf steht wieder relativ einseitig. Mein Pik Ass war zwar gestochen. Gut, ich muss es jetzt mit Herz 10 versuchen, würde ich sagen. Wenn er ein Zwei-Farben-Spiel hat, nur mit Trumpf und Karo, dann können wir nichts gewinnen. Also ich muss Herz versuchen. Läuft 35. Das wird ja wieder nichts, glaube ich. Ich glaube, Spieler 3 macht, nimmt gerade den fünften. Das wäre Premiere. 5 Platte im Rocket und das schon Beispiel 9. Das habe ich noch nicht gesehen.
Jetzt stehen wir auf 49. Der Alleinspieler wird also wohl bei seinem Sechstrümpfer, den ich vermute, dann noch zwei Karos haben. Mein Partner hat dann auch noch zwei Trümpfe. Ja, jetzt ist die Frage Karo Lusche. Kann natürlich sein, dass mein Partner hinten auf der bestellten Karo 10 sitzt, dann würde ich sie ihm freispielen. Kann aber auch sein, dass der Alleinspieler jetzt nochmal Karo Ass 10 in der Hand hat und mein Partner dann trotzdem erstmal Pik 10 wimmelt und dann auf den letzten Herz sich von Karo Dame und König trennen will. Ich glaube, ein Trumpfvoller ist auch noch drin, deswegen kann es ja eigentlich nicht verkehrt sein, bei 49 liegen die Herz Lusche zu spielen. Spieler 3, das Spiel müsste eigentlich, ja, ich meine, der wird doch nicht wieder so ein dünnes Spiel machen mit einer Doppellusche und nur Ass Dame oder Ass König dabei, oder? Sticht, vorhersehbar und erwartbar. So, jetzt sollte mein Partner Karo abwerfen. Er wirft Pik König. Das glaube ich nicht, dass das eine gute Idee war. Das glaube ich nicht. Das ist ein Zeichen, dass er in der bestellten Karo 10 steht. Und wenn Spieler 3 jetzt clever ist, dann spielt er natürlich Trumpf oben unten und hat dann die Schere in Karo. Es sei denn, mein Partner hat jetzt wenigstens noch Karo König. Karo König? Nein. Jetzt haben wir 59. Ja Mensch, das hätte er doch sehen müssen, dass es immer langt, wenn er Karo Dame abwirft, die Trumpf 10 kriegt er heim, den Pik König kriegt er heim, oder wenn der Alleinspieler nach Karo Dame abwirft, das Ass zieht, kann er eben mit der 10 den Karo König verhaften. Nein, 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 das wäre es jetzt gewesen. Das wäre die Premiere gewesen. 5 Betspiele, da bin ich nachher auch mal sehr gespannt, welcher Kandidat das wieder ist. Ich habe schon so eine Idee, muss ich sagen, ohne mich da weiter zu committen. Es gibt schon eine Handvoll Spieler hier, die wirklich immer sehr, sehr hart am Wind segeln und denen ich sowas zutraue. Das werden wir nachher sicher auch nochmal überprüfen. Ja, Spieler 1 kann es recht sein. Der kriegt reichlich Futter von der Seite, auch wenn ihm da gerade 40 in Gang sind und ansonsten große Spiele. Tja, gegen den Rang mit dem Alten zu stechen, ist nie schön. Andererseits, wenn ich jetzt abschmeiße, dann alle Farben laufen. Ich weiß auch nicht, das erscheint mir hier auch wenig Sinn zu machen. So, sind wir schon mal raus. Und ob, vielleicht hat mein Partner ja auch mal den Pik Buben, auch das ist möglich. Ja, zumindest spielt er hier noch mal unter seinem Karo Ass. Ich hatte gerade schon gerechnet, wenn Karo Ass König beim Alleinspieler sitzt und der in Schnitt geht, dass er dann auch Mause ist. Rausnahme danach Dame Abstich. Aber nein, er hat. Oh, auch das ist jetzt ja auch eine enge Kiste. Ich glaube, wir kommen auch wieder auf 59. Ja, ui. Da hat er dann natürlich auch einen gut ins Ziel gezwirbelt auf 61. Dann würde ich mal sagen, dann hat er es auch verdient, dass er hier bei 500 Punkten steht. Das war zumindest mal ein Spiel, was auch nicht so ganz leicht aus der Hand ging. Ja, ich weiß nicht, ob wir weiterkommen, wenn ich die 10 nicht steche. Ich denke nicht, der Volle ist dann zu Hause. Viel mehr kriege ich da sonst auch nicht. So, jetzt bin ich aber noch mal scharf. Ich möchte Spieler 3, nachdem er eben aus dem Sarg rausgehüpft ist, habe ich doch den Ehrgeiz hier, was soll ich sonst hier noch für einen Ehrgeiz entwickeln, ihm doch noch mal den fünften zu verpulen. Jetzt ist es aber doch wieder ein zumindest 6-Trumpf-Spiel. Ja, ist es. Das heißt, nur über Trumpf, ganz, ganz einfach können wir es jetzt auch nicht abspielen, dass ich nur meine ganzen Vollen fallen lasse. Okay, Pik Ass zu zweit, Pik Ass zu dritt. Gut, wer Karo Ass hat, gewinnt. Wer Karo Ass hat, gewinnt. 49 liegen, kommt Karo Ass. Nee, diesmal hat das. 6-Trumpf, Ass zu dritt, Ass. Gut, das hat er dann auch gewonnen. Jetzt ist es ja noch mal spannend. Letztes Spiel. Ich habe noch einen Vorsprung von knapp über 60 Punkten. Ja, Not gegen Elend, sage ich mal. Wer wird denn in diesem ungleichen Duell wohl die Nase vorne haben? Das wäre ja noch schöner, wenn ich nachher einen Spieler mit der 4 zu 4 spielt noch auszahlen müsste. Also das bitte erspar es mir, Skatgott. Ja. Könnte in die Offensive gehen, in Mittelhand erstmal selbst versuchen. Nee, ich tue es nicht. Und Spieler 3 passt auch nach. Hui, das wäre es doch jetzt gewesen. Jetzt hat er aber auch genug, oder die Karte gibt es nicht her. Und Spieler 1 kann die gute Liste krönen. Auch wenn wir ihm jetzt nichts schenken werden. Komm ran, 4 Trumpf dagegen. Vielleicht kriegen wir den auch noch mal gegriffen. 13,
24. Beikarte bei mir, jetzt die Restbeikarte natürlich schlecht, das ist aber gar nicht unbedingt schlecht, denn dann stehen die vorhin bei meinem Partner und mit Herz gleich getroffen. Gut, viel abzugeben hat der Spieler wohl nicht mehr, sonst wird er nicht stechen. 36. Jetzt wird es aber interessant. Über 50 liegen. Gut, ich kann Trumpf reinspielen und hoffen, dass ich dann noch einen Karo-Stich mache, aber ich habe natürlich, ist nur noch Karo-Dame draußen, ich habe nur Kreuz-Dame zu wimmeln, also das wird nicht reichen. Ich kann einfach Herz rüberspielen, wenn er nicht sticht, dann habe ich Karo-Bube-Überschlag. Warum geht er denn da mit dem Ass jetzt rauf? Das ist ja auch interessant, er müsste doch eigentlich wenigstens noch die 9 haben, selbst wenn 14 im Keller sind. Damit könnte er mir meinen Karo-Buben-Händen als Drohung aufbewahren. Also das war nicht nötig unbedingt, dass er da mit dem Herz Ass rangeht. Warum tut er das? Gut, wir machen so. Er macht den Karo-Stich nicht. Er macht den Karo-Stich nicht. Dann war es, glaube ich, nicht gut, dass er da den Karo-König bringt, der mich in Trumpf kürzt und den Karo-Stich aufgibt. Gut, das war natürlich eine schöne Geschichte für Spieler 1 mit lockeren 4 zu 0 600 gespielt. Ja, und in dem Duell Not gegen Elend bin ich jetzt mit 0 zu 1 tatsächlich noch als Sieger hervorgegangen. Das heißt, ich sag mal, mehr kann man von so einem 0 zu 1, denke ich doch mal, auch nicht erwarten. Weil es heute so ein lustiges Gemetzel war, können wir doch mal schauen, wer uns da die Hammelbeine lang gezogen hat. Ergebnisse, eigene Listenergebnisse. Ruckvogel hat mich abgeschossen. Und wen hat er noch abgeschossen? Auf der Verliererstraße, ein Kopf-an-Kopf-Rennen hat sich mit mir geliefert. Abby. Ja, mein Lieber, so ist das beim Skat. Und dann schauen wir jetzt noch mal, ob es für Ruckvogel ganz nach vorne gelangt hat. Turnierergebnisse. Nein, aber ein guter zweiter Platz mit nur 5 Punkten Rückstand. Das ist doch aller Ehren wert. Und was sehen wir hier? Abby und Ariel, ja, so schlecht waren wir gar nicht. Schaut es euch an, da sind noch 4 Spieler unter unserem Ergebnis geblieben. Das zeigt einmal mehr, was bei diesem Rocket alles möglich ist und wie viel Freude das macht, wenn du wirklich so hohe Ergebnisse spielen musst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wünsche euch noch einen schönen Abend, bis bald und wie immer, gut bleibt.